Hallo Lieben, so, das ist jetzt der zweite Teil vom Seelenpartner-Reading. Unten in der Infobox habe ich euch den ersten Teil verlinkt, falls ihr nicht gleich gesehen habt. Ist aufeinanderfolgend. Zuerst haben wir uns den Spiegelblick angesehen, wie schaut die Grundsituation zwischen euch aus, und jetzt schauen wir uns das Gespräch von Herz zu Herz an. Was wollt ihr und euer Seelenpartner euch denn auf Seelenebene sagen zur Verbundenheit, aber auch natürlich, wie steht ihr zueinander und. Und dann sehen wir uns noch ein bisschen an die Lernfelder, Lernthemen, die so zwischen euch sind. Also, was du hier deinem Seelensternchen sagen möchtest auf Seelenebene. Zwischen euch geht es um den Bewusstwerdungsweg und geht wirklich darum, sich in dieses Ungewiss, diese Ungewissheit, dieses Unbekannte fallen zu lassen. Und du sagst, mein Herz, ich fühle mich mit dir verbunden und ich weiß, ich habe manchmal Sehnsucht nach dir. Und trotzdem ist mir bewusst, dass diese Verbindung zwischen uns auch im Moment nicht gut für uns ist und uns Verstrickungen hält, wo ich mich zurückhalten müsste, bis das Herz hier wieder diese Öffnung findet. Und ja, innerlich würde ich mir wünschen, dass wir einen Neuanfang, eine Versöhnung schaffen und hier in diesen Neuanfang gehen, und habe trotzdem das Gefühl, dass es im Moment aufgrund der äußeren Bedingungen einfach nicht möglich sein wird. Und somit muss ich trotz dieser wunderschönen Verbindung zu dir, die ich fühle, mit meinem Fluss, mit meiner Liebe, mit meinem Genuss auch, den ich dir gegenüber seelisch empfinde, ja, muss ich wissen, dass es für mich in meine Stärke, in meine Kraft, in meine Fülle geht. Ich mein Herz für mich öffne und aus dieser Zurückhaltung heraus entschwinde, um hier neue Wege zu gehen. Noch sehe ich sie nicht, aber ich weiß, dass sie kommen werden und auch mein Unterbewusstsein sich hier für mich entscheiden wird und mich hier leitet, weil noch glaube ich es nicht. Noch glaube ich es nicht, dass für mich hier wirklich die Sonne scheinen kann und leuchtet. Aber das sehe ich genau hin und werde mich aus diesen Strukturen befreien, die mich hier noch binden. Es ist für mich ein Risiko, mit dir eine Freundschaft einzugehen, weil die tiefe Liebe und der tiefe Wunsch nach Liebe mit dir einfach vorhanden ist, auch wenn es im Moment blockiert ist. Ich bin bereit, hier tatsächlich in die offene Kommunikation zu gehen, öffne aber meine Flügel der Veränderung, denn meinem eigenen Seelenweg, und finde wieder mein Zuhause und lass mich dadurch meine Führung auch wirklich geleiten. Also im Moment scheint es dir auch relativ klar zu sein, dass das, obwohl viel Liebe von deiner Seite auch da ist, nicht möglich sein wird. Ja? Und dann haben wir hier wieder das Büro und die Körperarbeit. Also hier geht es noch einmal um die Selbstmeisterschaft. Hier geht es darum, dass gearbeitet wird und dass du auf deine Körperpunkte hörst, sie findest und dort in diese noch vorhandenen vielleicht, weil auch die Schlange, ja, steht ja für Schmerzpunkte, auch für einen Heilungsweg, möglicherweise für Konkurrenzdenkthemen, aber auch noch Kontrollthemen, Verwickelungen, Verstrickungen, möglicherweise auch toxische Ansammlungen, dass man aus Situationen nicht rausgeht auf Sehnsucht, die einen hier den Weg eigentlich verhindern, ja, dass man da in Kreisläufen drinnen steckt. Und hier geht es darum, wirklich das Herz zu öffnen und sich genau anzuschauen, was will die Seele hier eigentlich wirklich. Ja? Und da geht es darum, über diese Schmerzpunkte, über den Körper in sich hineinzutauchen und das für sich zu finden, zu öffnen und dort dann seinen Weg zu gehen. Auf die Blockade hätte ich. Ah, oh, da hat sich noch eine umgedreht. Also, du sprichst von sehr, sehr tiefer Liebe. Du sprichst aber auch davon, dass du den Weg, den ihr gehabt habt, jetzt nicht noch einmal. Ja, genau. Ja. Also, hier werden die alten Schmerzen übermalt, übertaucht. Man streicht hier das Leben mit einer neuen Farbe an. Ja. Was vorher fahl und grau, ja, jetzt kommt das Wow. So in der Art, ja. Genau, die Blockade ist einfach das Kreuz. Das ist tatsächlich, ich habe den Eindruck, dass du weißt, dass es im Moment von oben geführt ist auch, ja, und dass dieses Stopp, dass das hier nicht möglich ist, aus verschiedenen Gründen. Vielleicht bist du mit einem anderen Partner eigentlich jetzt vereinbart, ja, oder dein Partner konnte in die Lernaufgabe nicht hineinfinden, ja, oder
es ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt, weil derjenige noch dieses andere Lernthema beenden muss. Wie auch immer, was auch immer, das Ganze ist hier tatsächlich geführt. Ja? Da kam ein Stopp von der geistigen Ebene hinein. Ja? Damit man seinen Weg findet, damit man sich vielleicht, das Auto, ja? Damit man seinen eigenen Weg erkennt, damit man mal für sich das Leben wieder in die Hand nimmt, unabhängig. Ja? Das Auto steht ja auch für Unabhängigkeit. Man kommt von A nach B, ohne dass man abhängig ist von jemandem. Ja? Wenn wir das nehmen als das eigene Gefährt, dann kommt ja auch die Blume wieder in das Leben hinein. Ja? Und da geht es darum, das heißt, der Berg, ja, mit der 22, die Verbindung mit anderen, vielleicht hier wirklich auch die Schönheiten des Lebens in Genuss zu bringen, ja, irgendwo hinzufahren, sich vielleicht einen Urlaub irgendwo zu genehmigen, ja, sein inneres Kind hier zu heilen, wirklich in diese Eigenverantwortung, das eigene Glück hier einzutauchen und nicht nur den Berg, sondern das rundherum hier zu sehen. Ja, und damit kann man mit dem Auto, kriegt man wirklich hier dieses, dass man um diese ganzen Hindernisse und um diese Gedankenkonstrukte vielleicht und herumfahrt, sich mit anderen verbindet, ja, und hier selbst für sich einmal sein Leben heilt, in die Hand nimmt. Da kommt ganz viel auch die Selbstverantwortung mit. Oh, spannend, ja, spannend. Ja, es geht um dich und den Frieden und um dieses Selbstdasein mit dir selber. Wunderschön. Jetzt schauen wir uns einmal an, was das Seelensternchen spricht. Was möchte er sie dir denn auf Herzensebene sagen? Ah, du bist hier geführt, ja, da tut sich einiges auf. Du bist auf dem richtigen Weg, auf dem Heilweg, in die Bewusstwerdung, ja, und in der Selbstliebe. Da tut sich einiges auf. Ja. Also hör auf zu zweifeln, es geht alles an, ja, und diese Verstrickungen, ja, die enden mit dem Fuchs, der jetzt auf die Schlange drauf geschaut hat, es gibt für dich diesen Neubeginn. Wunderschön, ihr Lieben. Sehr gut. So, beim Seelensternchen möchte hier eine Karte heraus. Noch dazu. Ah nein. Es gibt bei euch beiden, aber das legt er jetzt nicht raus, sondern eine andere. Interessant. Aha. Okay, es geht um die eigenen Träume, es geht um die Aktivierung der Stärke, es geht um die Metamorphose, es geht um die Transformation. Ja? Hier darf man sich seinen eigenen Träumen widmen. Wird hier seine Stärke finden und ist hier gerade dabei, ja, das hatten wir auch eine Zeit lang auf der Zuschauerinnenseite, also bei uns. Ja? Und hier geht es wirklich darum, dass man sein Leben findet, dass man seine Erde, seine Welt, seine Bedürfnisse, seine Träume auf Händen trägt, ja, und sich jetzt selber so wichtig nimmt, dass man sich aus dieser Vereisung heraus, aus dieser Vereisung zumindest heraus strebt. Ja. Und da wird man schon angefeuert, angeführt, ja, kriegt man Impulse dazu, diesen Weg tatsächlich auch zu gehen und diesen Schritt zu machen. Und manche haben diesen Schritt vielleicht auch schon getan, um ihre Träume zu leben, liegen aber hier noch in der Metamorphose. Also hier ist man auch noch am Lernen. Ich weiß, dass es bei uns beiden um die Trennung geht und lange, lange war jetzt auch eine Zeit des Stillstandes. Aber ich weiß, dass diese Trennung, dieses Ende tatsächlich einen Neuanfang in sich trägt. Denn auch ich habe Angst, aber lasse mich auch leiten. Auch wenn das Ganze noch ein Risiko in sich trägt. Ich bin am Suchen nach meiner inneren Stärke, nach meinem inneren Licht und weiß, dass dieser Umbruch tatsächlich aus mir spricht. Dennoch ich halte mich noch zurück und folge nicht meiner inneren Weisheit. Weiß aber, dass ich dies dann bald auch für mich tun kann. Auch wenn mich jetzt noch mein Außen unter Masken bricht, das ist jetzt ein komischer Satz. Also irgendwie will man hier tatsächlich auch sagen, dass man hier sich klar darüber wird, dass man Masken trägt und diese Masken einem wirklich nicht gut tun und ihn eigentlich hier in Abhängigkeiten hält,
die für einen ja auch nicht mehr stimmig sind. Und deswegen merkt man das hier und dreht sich um nach dem, was der Kompass will und geht hier in die Transformation. Auch der Sarg steht für die Transformation, aber auch in Bezug zu dir kam jetzt tatsächlich das Ende. Ja, also dieser Ende, der den Neuanfang in sich trägt, auch wenn das Ganze noch durch Belastungen, durch Risiken, durch Ängste belastet wird. Es ist noch nicht ganz klar für mich. Aber ich weiß, dass es in der ganzen Geschichte um mich geht und um meine tiefen Gefühle. Auch wenn ich sie zurzeit noch nicht ganz sehen will. Ich schaue im Moment in die Belastungen. Ich schaue im Moment, was wird mir klar und was nicht. Und schaue mir auch an, welche Rollenbilder sich hier mir zeigen, die mich hier in der Zurückhaltung und in der Trennung von dir ein Stück weit noch gefangen halten. Aber ich bin auf meinem Weg und ich möchte die Heilung auch und in meine Stabilität eintreten. Denn das, was ich möchte und was ich suche, das sind meine Wünsche, das sind meine Tiefe, das ist mein Weg. Und ich weiß, dazu wird es Zeit. Und ich weiß auch, dass die Zeit es zeigen wird. Ich weiß nicht, ob du schon einen anderen Partner gefunden hast, ja, oder ob ein anderer Partner, der da ist für dich oder sein soll, der dir mehr an Gefühlen und Liebe verspricht, als dass ich dir das jemals geben könnte. Vielleicht wäre ich auch ein Risiko für dich im Moment und du solltest das gar nicht mit mir eingehen. Das weiß ich nicht, aber im Moment fühle ich mich noch nicht in der Reife, dass ich dir das geben kann, was du dir wirklich wünschst oder was ich mir wünschen würde in diesem Leben. Aber ich werde mich dafür entscheiden, meinen Weg zu gehen in meine eigene Reife, auch wenn es im Moment noch so ausschaut, wie wenn es mir zu gefährlich wäre. Das ist es nicht. Das ist einfach ein Umbruch, der gerade passiert. Aber ich verstehe auch völlig, wenn du einen neuen Partner gefunden hast, dass du dich für diesenjenigen entscheidest, um in die tiefen Gefühle und in diese Auflösung von diesem Hin und Her und diesen ständigen Masken mit mir, wenn du dich dafür entscheidest, daraus auszutreten. Dann kann ich das verstehen. Und vielleicht erkenne ich das auch, dass ich mir nur das Beste für dich hier wünschen würde. Weil für mich ist es noch ein langer Weg. Vielleicht ist es für dich wirklich auch das Beste, wenn du einmal sagst, und vielleicht spüre ich das doch auch deswegen so, dass diese Trennung überhaupt erst einen Neuanfang bringen kann. Weil diese getrennte Situation ist er auch nicht richtig und stimmig für mich. Und trotzdem ist es irgendwie das Gefühl, habe ich in mir, dass es richtig ist, damit ich hier überhaupt in meine Themen blicken kann. Weil ich fühle mich schon auch verbunden zu dir. Auch wenn ich das im Moment als blockierend empfinde. Aber da schaue ich hin. Ich bin schon dabei, mir das genau anzuschauen, weil auch dazu ist die Zeit, meine Wünsche, meine Bedürfnisse über das zu stellen, was da jetzt gerade im Verborgenen oder Nicht-Verborgenen liegt, um hier wirklich meine Liebe auch zu leben. Und ja, ich habe Sehnsucht nach dir und immer wieder denke ich darüber nach, auch mein Herz dir gegenüber wieder zu öffnen und dieser Verbundenheit nachzugehen. Aber noch bin ich hier durch äußere Einflüsse nicht bereit. Und wenn hier keine andere Dame da ist für diejenigen, wo das vielleicht nicht ist, geht es da darum, dass hier vielleicht noch deine Zurückhaltung, deine Muster hier auch noch etwas einbringen, was noch gelöst werden möchte. Denn man weiß hier, dass man einen Seelenpartner sich wünscht. Und offenbar ist das hier noch etwas, was nicht gelebt werden kann. Hier spielt noch auf der einen Seite ein Vaterthema mit. Hier hat man Zweifel auch daran, dass das wirklich eine Seelenpartnerschaft sein kann. Oder man ist hier mit jemandem verbunden, wo man das glaubt, das andere blockiert und deswegen hier noch diese Hürde zu überwinden hat, dass man erkennt, dass das hier einfach nicht richtig war. Bis man sich hier befreit aus diesen äußeren Strukturen, ja, und diesen inneren Gefangenschaften nachgibt, um sie zu sprengen. Das ist jetzt lustig, dass das kommt. Also scheinbar nachgibt, um sie zu sprengen. Also dass man hier wirklich diese Mauern, die man sich davor aufgebaut hat, einfach auch sprengt.
Ja, und hier die Verbundenheit zu einem findet, dass man, auch wenn du vielleicht dich zurückhaltest, wenn das ein Teil von dir ist, ja, und nicht die andere Partnerin, dass man da erkennt, dass das gar nicht falsch ist, hier diese Verbundenheit zu leben, auch wenn man da gerade noch daran zweifelt. Ja. Aber da sagt er auch, ich will das ja eigentlich nicht, sondern ich finde auch gerade meinen Weg in die Stärke. Womöglich kann ich es gerade noch nicht, weil ich hier noch die Kontrollen habe, aber im Herzen bin ich dir treu. Und im Herzen weiß ich, dass ich auch mir selbst treu sein werde. Ja, ist dramatisch hier. Trotzdem aber schön, die Energien gefallen mir. Auf beiden Seiten sehr versöhnlich, auf einer sehr seelenreifen Ebene, möchte ich meinen. Also man erkennt hier schon, dass man einen Bezug zueinander hat, dass es hier Themen gibt und dass man sich hier tatsächlich einen Neuanfang wünschen würde. Wir geben jetzt noch ein paar, wir schauen uns jetzt noch tiefer an, was hier so los ist. Was steht denn hier zwischen euch? Was ist da noch nicht ganz in, was darf man da hier noch? Die Geliebte, man steht hier noch nicht auf der ersten Stelle. Ja? Und da das jetzt bei ihm fällt, naja, Moment. Ja, ist es noch nicht klar, dass man sich... Okay, ja, es geht darum, sein Leben neu zu tapezieren, quasi neu auszumalen. Und das, was da noch im Weg steht, ist... dass das noch nicht diese Ernsthaftigkeit miteinander bekommen hat. Man steht hier noch nicht auf der ersten Stelle. Vielleicht muss einem erst da klar werden, dass es tatsächlich im Moment nicht anders geht. Hier ist nicht die tiefe Liebe ist angezeigt auf der Seelenebene, aber nicht im menschlichen Geschehen. Im menschlichen Geschehen sind noch Unklarheiten da, da ist noch die Arbeit angezeigt. Und da gibt es noch einen gewissen Machtkampf, vielleicht auch mit sich selber, ja? Dass man auf der ersten Stelle steht oder dass man etwas möchte, was vielleicht gar nicht gegeben werden kann. Aufgrund von Machtkämpfen, aufgrund von Festhalten alter Situationen, aufgrund von Ahnenthemen, aber auch aufgrund von Glaubenssätzen, dass man so eine Verbindung noch gar nicht leben kann. Und da dann einfach Schuld und ein gebrochenes Herz im Wege steht noch. Ja? Und hier gilt es wirklich darum, sich aus seinen Erfahrungen inspirieren zu lassen, in die Unschuld zu gehen, sich aus diesem goldenen Käfig zu befreien, den ihr beide immer wieder mit dem Schlüssel gezeigt habt. Ja? Sich vom Leben inspirieren lassen, auch von seinen gebrochenen Scherben, ja? Dass man das hier wieder zusammen trägt, zusammenstückelt, damit man hier frei fliegen kann und sich über diese 22, über diese Wertlosigkeit in Beziehungsstrukturen hinweg erhebt. Also das ist hier geführt, dass man einen Ausweg aus diesen Gefilden hier findet. Das sind so die Glaubenssätze. Du hast hier die Aufgabe, dich selber an die erste Stelle zu stellen und nicht die Geliebte von jemandem zu sein, dass das hier klar ist. Ja, und hier ist es dran, nicht der Gigolo zu sein, lustigerweise, und mehr in die Verbindlichkeit einzutauchen beim Seelensternchen. Ja, also ihr habt hier zwei Dinge und diese zwei Dinge, die kämpfen hier noch miteinander. Ja, zwischen Bedürftigkeit und Wissen, wo man hingeht und trotzdem dieses karmische Band hier zu spüren. Ja, aufgrund von Schuld und so weiter. Und da kriege ich aber auch ganz stark mit, auch das Seelensternchen hier hat einfach das Gefühl, aufgrund von Machtstrukturen auch im Außen. Ja, die diese Liebe und Treue vielleicht noch nicht ganz akzeptieren können oder gar nicht sehen. Ja, vielleicht ist man hier das Außen. Ja, will das vielleicht nicht und man würde sich hier in einen Machtkampf begeben, hält noch an dem Alten fest aufgrund von der Glaubenssätze und der Ahnenprobleme, ja, fühlt sich hier vielleicht noch schuldig und riskiert lieber das gebrochene Herz, als sich hier dann tatsächlich als der Mann als die Bindung rauszulegen. Ja, das kommt so alles ein bisschen mit. Und das verursacht aber, diese ganzen Konstrukte verursachen ja bei dir auch einen gewissen Spiegel. Und so geht es dahin. Weil durch das wird dir gespiegelt, dass du noch nicht an der ersten Stelle stehst, solange du einen Bezug zu jemandem spürst, der dich aber nicht ganz auf die erste Stelle stellen würde. Und dann kommt jetzt für dich raus,
der Rückzug und die Prüfung. Das, was wir vorher gesehen haben und auch die Treue. Also sehr, sehr interessant. Ja? Und für dich speziell auf diese Situation wollen welche Karten fallen? Was ist für dich in dieser Situation, wenn wir uns das so anschauen, speziell wichtig? Ja, diese alten Themen, die da sterben dürfen, ja, der Schatten, der mehr Schatten an die Wand wirft, als eigentlich hier ist, ja, und dich zu entscheiden, ja, nicht für dieses Wolkenthema, für dieses, ja, sondern wirklich hier in die Freude des Lebens einzutauchen, diesen Schatten hier zu überwinden, sich zu entscheiden, ja, für ein neues Land, ja, nicht immer für diese, farbentechnisch sieht man das so schön, ja, also quasi das wegschiebt, ja, diese Situation sieht, die Farbgebungen sind hier ganz klar. Ja? Erkennt, dass das im Moment, so wie das da wäre, ja, nicht der Fahrplan wäre, sich hier seiner Sonnenseite zuwendet und das hier wirklich einmal hinter sich lässt und diesen Teil in die Transformation, in das Sterben geben lässt, ja, damit hier überhaupt ein neues entstehen kann. Wunderschön. Ja, ja. Und die Vergebung, das haben wir vorher schon gehabt, du gehst in die Unabhängigkeit. Ja? Und alle diese Vergeltungsstrukturen oder sonst was, wo vielleicht noch das Ego dran hält, ja? Das wird jetzt geheilt, indem du deine Wahrheit lebst, indem du dich mit dir selber beschäftigst und wirklich herauskommst, und das haben wir vorher schon gehabt mit der Lupe, was willst du wirklich in deinem Leben, was willst du nicht, und dem gehst du nach. So, dann wollten jetzt schon die ganze Zeit drei Karten raus, okay, mehrere. Es geht um deinen Wurzelbereich, geh ins Vertrauen, haben wir auch schon gehabt, wunderschön. Hier wird noch Fülle stabilisiert für dich. Es geht darum, dich mit allen zu verbinden, kollektiv, ja, und du bist gerade dabei, deine ganze spirituelle Werdegang zu fördern. Und hier geht es tatsächlich darum, negativ Erlebtes in Positives umzuwandeln und dich von innerlichen Stress zu befreien und in diese Vergebung, in diese Erkenntnis, in dieses Geschenk der Situation für dich einzutreten. So. Ah, irgendwas will noch raus? Ja. Dich aus toxischen Verbindungen zu befreien. Ja? Nämlich, solange das nicht möglich ist, ja, bist du in einer toxischen Verbindung drinnen, weil es ja für dich nicht gut ist. Ja? Und da sich wirklich hinzustellen und zu sagen, nein, alles klar, okay, ich habe es erkannt, ich gehe da jetzt in die Heilung und gehe ins Vertrauen. Ja? Aber brauche da im Moment dann etwas, was mir nicht gut tut, für jetzt nicht binden. Für dich geht es absolut in den Erfolg. Hingabe, gib dich der Situation hin, wir haben es vorher schon gesehen, das ist auch dein Unterbewusstsein. Lass los und alles wird gut werden. Erfolg, hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Ja? Und du wirst es sehen, Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander, vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. So wird es gehen. Und ich liebe dich, es darf einfach frei jetzt fließen und für dich in erster Linie, ich liebe mich und ich wünsche mir und darf mein bestes Leben leben und den besten Weg dorthin. Und genau das wünsche ich meinem Seelensternchen hier auch. Ja? Und das geht's um diese freie, weite Energie. Ihr Lieben, es war meine Freude, eine Ehre. Bis bald. Baba.